Das heißt, wie bei einem Teeaufguss werden die relevanten Substanzen herausgelöst. Nur nicht mit Wasser, dafür mit Alkohol. An diesem Cocktail scheiden sich die Geister. Der braune Sud ist für die Befürworter der Ganzheit die perfekt komponierte Mischung, die ihre Geheimnisse trotz aller Bemühungen nicht preisgeben wird. Andere sehen die trübe Brühe mehr als Rohstoff und bestenfalls Ideenlieferant. Der Filter trennt die gelösten Substanzen von den festen Bestandteilen. Denn diese würden bei den weiteren Untersuchungen nur stören. So erhält man eine Lösung des wilden Pflanzengemisches zur weiteren Analyse. Sie soll den chemischen Fingerabdruck des Johanniskrautes liefern. Dafür wird die Lösung sorgfältig in ein kleines Spezialfläschchen pipettiert und dicht verschlossen. Ein vollautomatisch arbeitendes Gerät, der Auto-Sampler, trägt die Lösung auf eine Platte auf. Das wurde früher von Hand gemacht. Heute kann dies eine Maschine wesentlich präziser. Der Witz ist nun, dass der Autosampler nicht nur die soeben hergestellte Lösung aufträgt, sondern direkt daneben zum exakten Vergleich noch zwei weitere Lösungen. Das ist einmal eine sogenannte Referenzlösung, die nur zwei typische Einzelsubstanzen des Johanniskrauts enthält. Und außerdem daneben eine Vergleichsprobe, die ganz sicher Johanniskraut beinhaltet und genauso hergestellt wurde wie die neue Probelösung. Die Platte mit den drei parallelen Auftragungen kommt in eine Glaskammer mit einem Laufmittel, das die unterschiedlichen Inhaltsstoffe trennt. Je nachdem, ob sich die Substanz besser oder schlechter löst, ergeben sich andere Laufstrecken. Bei Tageslicht kann man fast nichts erkennen, aber unter dem UV-Licht werden die drei Streifen, Banden genannt, sichtbar. Die Inhaltsstoffe nehmen schimmernde Farben an. Die drei Banden müssen übereinstimmen, sonst stimmt etwas mit dem Pflanzenmaterial nicht. Diesen ersten Analysen folgen noch zahllose weitere. Da beginnt man zu verstehen, warum ein qualitativ hochwertiges Pflanzenpräparat nicht ganz billig sein kann. Wir haben, wie man das nennt, eine hervorragende Evidenzlage für viele Phytopharmaka, die durchaus nicht für die in gleicher Indikation eingesetzten chemisch definierten Arzneimittel immer vorliegen muss. Ein schönes Beispiel ist das Johanniskraut. Johanniskrautextrakt bekanntlich eingesetzt bei milder bis mittelschwerer Depression. Dafür liegen mittlerweile 7 Meta-Analysen vor. Und ich möchte mal das chemisch definierte Antidepressivum sehen, wo so viele Meta-Analysen bereits durchgeführt worden sind. Das heißt, wir haben hier einen eigentlich nicht mehr steigerbaren Evidenzgrad der Wirksamkeit. Zu den gut beforschten Heilpflanzen gehört auch die Kamille. Sie ist wohl die populärste Heilpflanze überhaupt. Das heißt jedoch nicht, dass das Geheimnis ihrer Wirkung letztlich gelüftet wäre. Das Mikroskopbild zeigt die Drüsenschuppe der Kamille. Sie enthält das ätherische Öl mit dem wirksamen Substanzcocktail. Fährt man nach Thüringen, so kann man schnell feststellen, was die große Nachfrage nach hochwertigen Kamilleblüten so alles möglich macht. In Feldversuchen werden verschiedene Klone der Kamille auf ihre Eigenschaften getestet. Dabei kommt es den Wissenschaftlern darauf an, einen Typ zu züchten, der einen möglichst gleichbleibenden Standard erfüllt. Für einen hochwertigen Rohstoff vom Acker ist Uniformität Trumpf. Auch die grünen Kamillezöglinge sollen alle möglichst gleich viel Wirkstoff enthalten und natürlich möglichst viel davon. Sie sollen tunlichst gleichzeitig blühen und reifen,
und sie sollen gleich hoch werden, ihre Köpfe bereitwillig der Maschine entgegenstrecken. Die Blüte der echten Kamille ist kegelförmig und innen hohl. Die Gleichmacherei funktioniert nach den bewährten Züchtungsregeln von Variation und Selektion. Für die überaus begehrte und relativ teure Kamille lohnen sich diese Arbeiten noch. Für viele andere Heilpflanzen bleiben solche aufwendigen Züchtungsversuche aus. Im nahen Nöbdenitz kann man die Erfolge der Kamillezucht bewundern. Kamilleblüten, soweit das Auge reicht. Und ein Duft in der Luft, der jeden Atemzug zu einer heilsamen Handlung macht. Im Osten Deutschlands, in den neuen Bundesländern, hat der Heilpflanzenanbau eine ungebrochene Tradition. Schon zu Zeiten der DDR wurde hier aus Mangel an chemischen Arzneimitteln im großen Stil Heilpflanzenanbau betrieben. Das sichert bis heute das Know-how für die Produktion. Doch bisher ließen sich selbst hier die Erfolge des Kamilleanbaus nicht auf andere Sonderkulturen übertragen. Die Kamilleblüten sind druckempfindlich. Sie müssen daher vorsichtig von den Stielen getrennt und schnell getrocknet werden. In Deutschland und in Frankreich hat die Pflanzenheilkunde eine lange Tradition. Da verwundert es nicht, dass innovative Versuche zu Anbau und Ernte von Heilpflanzen sich in diesen Ländern finden lassen. Zum Beispiel auch für den Ginkgo. Ginkgo-Blätterextrakt fördert die Durchblutung des Gehirns und verbessert die Gedächtnisleistung. Große Ginkgo-Plantagen liegen in der Nähe von Bordeaux in Südfrankreich. Umgebaute Baumwollpflückmaschinen ernten die Blätter vollmechanisch. Im September und Oktober sind diese dann noch grün. Aber die Pflanze hat den natürlichen Vorgang, ihre Blätter abzustoßen, bereits eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt bieten sie den höchsten Gehalt an wirksamen Inhaltsstoffen. Grüß Gott. Schaut man sich in den Geschäften um, so kann man leicht feststellen, dass pflanzliche Heilmittel inzwischen fast überall angeboten werden. Immer mehr Verbraucher sind interessiert. Doch wo soll man sie kaufen? In den Supermärkten finden die Kunden eher preiswerte Produkte mit niedrigen Dosierungen und unpräzisen Angaben für ihren Einsatz. Die höher dosierten pflanzlichen Arzneimittel finden sich nach wie vor in der Apotheke. Denn ihr Verkauf an den Patienten braucht eine qualifizierte Beratung. Leider ist sie immer seltener zu finden. Viele mitteleuropäische Heilpflanzen werden im Augenblick eher schlecht oder gar nicht beforscht. Das ist bedauerlich, aber man muss den Hintergrund kennen. Das Problem ist, Heilpflanzenextrakte sind in der Regel nicht patentierbar. Und wenn es keine Patente gibt, dann gibt es ja auch kein Geld. Und wo kein Geld vorhanden ist, kann auch nicht geforscht werden. So einfach ist das. Und dann gibt es Leute, die halten den Heilpflanzen vor, dass sie nicht beforscht werden. Und dann muss man sie vom Markt nehmen. Das ist eine sehr unerfreuliche Entwicklung. Die gilt es aufzuhalten. Was bedeutet das? Das Besondere der pflanzlichen Arzneimittel, ihr organisch gewachsenes Stoffgemisch, wird ihnen unter den Bedingungen moderner Märkte zum Nachteil. Ganze Pflanzen kann man nicht patentieren und damit lohnt auch der erhebliche Forschungsaufwand nicht. Das führt zur Flucht in Produkte mit nur einer Wirksubstanz, die patentierbar ist. Also eine sehr interessante Pflanze in dem Bereich, schlecht beforscht, aber gut wirksam, ist der Löwenzahn. Den ja jeder kennt. Und Löwenzahn kann wirklich sozusagen von der Wurzel bis zur Blüte verwendet werden. Wir kennen auch die Inhaltsstoffe. Aber versuchen Sie mal eine klinische Studie über Löwenzahn zu finden. Mir ist es bisher nicht gelungen,
Und da man nun Löwenzahn wirkt,